So, moin Leute, was geht? Und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Black Ops 2 Commentary mit eurem Fungi. Und ja, dieses Gameplay ist nicht von mir gespielt, sondern von dem netten Herrn, der mir auch gerade oben rechts eine Nachricht geschrieben hat. In ganz, ganz fetter Steam-Schrift. Genau, das ist nämlich ein Gameplay von Ryujin, so heißt er. Ich schreibe seinen Namen nochmal auf jeden Fall in die Beschreibung. Er hat leider keinen Channel, aber ich habe ihn gefragt, ob ich das Gameplay nehmen darf. Er hat gesagt, es geht klar. Logisch, warum nicht? Ich sollte nur sagen, seinen Steam-Namen, ihr könnt ihn adden, wann immer ihr wollt. Es ist aber leider kein Deutscher, ne? Kein Deutscher, aber ich glaube, das ist nicht das Problem heutzutage. Er spricht nämlich auch fließend Englisch. Und kann man sich gut mit verständigen. Er spielt hier auf jeden Fall Hardpoint oder Stellung. Und ich finde, das kann man auf jeden Fall. Ich stelle mich mal offline und auf jeden Fall kann man Stellung spielen, meiner Meinung nach. Nur ich spiele das nicht so, wie er das spielt. Ich finde das sehr interessant, wie er das spielt, weil er bleibt da wirklich eiskalt bei der Stellung stehen und verteidigt die. Das ist krass, genauso wie man spielen soll. Und ich finde das auch gar nicht schlecht. Und ich finde auch nicht, dass es zu campen zählt, wenn man sein Ziel verteidigt, was man eingenommen hat. Weil wenn das nicht mehr da ist, dann geht er auch, glaube ich, immer weg, wenn ich das so richtig gesehen habe. Er spielt hier mit Low-Key-Streaks und hat trotzdem am Ende einen ziemlich nicen Score. Also ich finde Respekt dafür. Meiner Meinung nach schafft man geile Scores nur, wenn man, okay, man schafft auch eigentlich nur Kack-Scores, wenn man hohe Killstreaks dabei hat und die nicht kriegt, ne? Aber wenn du einmal deine hohen Killstreaks hast, dann hast du auch einen geilen Score eigentlich. Also viele Kills auf jeden Fall. Er spielt hier mit der Scorpion Evo, glaube ich. In Goldtarnung, sauber. Die Perks weiß ich jetzt wirklich nicht von ihm. Die hat er mir nicht gesagt, die wusste er selber auch nicht mehr, weil das Spiel schon ziemlich alt ist und das wird ja irgendwie hier nicht mehr angezeigt. Oder ich habe es jetzt erstmal eiskalt übersehen. Das Spiel geht knapp 9 Minuten und ich habe jetzt so ein bisschen was zu erzählen, ne, was zu fragen. Naja, also ich spiele Hardpoint oder Stellung auf jeden Fall immer so. Ich renne auf gar keinen Fall zur Stellung. Ich mache die irgendwie auf Distanz und mache ich die Gegner irgendwie kalt, die da bei der Stellung rumgammeln, aber sonst gehe ich da nicht hin, weil das ist für mich Selbstmord. Hat man ja auch gesehen, der wurde mit Granaten zugeballert wie sonst was. Auf jeden Fall wollte ich jetzt nochmal fragen, wie haltet ihr so euren Zockerplatz, also euren Computer oder was weiß ich, euren Schreibtisch, wo der Computer draufsteht, wie haltet ihr den so sauber oder euer Zimmer insgesamt? Weil bei mir sieht es immer aus wie in so einem schönen Schweinestall, teilweise. Aufräumen bin ich irgendwie zu faul für. Wenn dann so die Alternativen sind, aufräumen, zocken, oh, zocken, ne? Logischerweise. Weil, ich hab, keine Ahnung, bin ich ein bisschen faul für. Ab und zu packt mich mal die Arbeitswut, dann räume ich auf. Pack alles in Geschirrspüler, also nicht, natürlich nicht meine Wäsche, sondern Geschirr, logischerweise. ich laber schon wieder ziemlich viel Scheiße, ich merke das selber. So. Ja, würde mich gerne mal interessieren, wie ihr euren Zockerplatz so sauber haltet. Oder dreckig haltet. Ich kann besser zocken, wenn es ein bisschen unordentlicher ist. Irgendwie, weiß nicht, da fühle ich mich ein bisschen wohler. Natürlich nicht alles zugemüllt mit Essensresten irgendwo, sondern nein, das ist mir sogar ein bisschen zu hart. Einfach nur irgendwie, hier liegen Stifte rum, da liegt mein Block rum, hier liegen überall Spiele, CD-Hüllen rum. Teilweise sind da überhaupt keine CDs mehr drin, glaube ich. Naja, egal. Auf jeden Fall, und dann wollte ich noch fragen, wenn wir gerade schon beim Thema sauber sind. Wie euer Desktop denn so aussieht, euer PC-Desktop. Vielleicht hat man das bei einem meiner Pokémon-Folgen schon mal gesehen, wenn ich mit Camtasia gerade aufgehört habe zu aufzunehmen, genau. Da sieht man, ja, Fungi, dein Desktop, das sieht aus wie so ein Schweinestall, ohne Scheiß. Mein Desktop, der sieht aus, ey, das kannst du keinem anbieten. Und das macht den Caruso, wenn der hier ist bei mir, macht den schon ziemlich aggressiv manchmal. Weil der kann das gar nicht leiden, wenn der Desktop irgendwie so unaufgeräumt ist. Er hat das so alles in Ordnern und perfekt einsortiert. Da bin ich viel zu faul für, wie gehabt. Deswegen habe ich das alles einfach auf meinem Desktop drauf geklatscht. Und lass es einfach so verschimmeln. Ab und zu bin ich sogar zu faul, Spiele zu deinstallieren, die ich überhaupt nicht mehr spiele, weil ich irgendwie denke, ach, vielleicht habe ich ja irgendwann nochmal Bock drauf, ne? Nee, ist aber meistens nicht so der Fall. Meistens nicht. So, da wollte ich eigentlich noch ansprechen, so allgemeine Themen oder was weiß ich, ne, das mache ich ja irgendwann anders, so, was ich so in meiner Freizeit mache oder was weiß ich. Wenn ich mehr Abonnenten habe, mache ich das dann mal, ne. Mache ich dann nochmal so ein Informationsvideo zu mir selbst, so,
Das geht dann wirklich nur um mich, dieses Commentary. Aber das jetzt nicht. Das mache ich irgendwann anders so. Auf jeden Fall wollte ich jetzt lieber nochmal fragen, sagen, warum ich überhaupt mit den Let's Plays Togethers angefangen habe. Weil man sieht ja, ich spiele eigentlich hauptsächlich Let's Play Togethers. Ich habe ein einziges Let's Play normal und das ist 4. Ja, und natürlich Road to Commander. Ja, das auch noch. Aber kann man das wirklich Let's Play nennen? Ich finde nicht. Ich finde, das ist eher so Live-Zocken. Das gehört so mit zum Zocker-Genre. Oh, Entschuldigung. Und zwar wollte ich dann sagen, dass die Let's Plays Togethers folgendermaßen angefangen haben. Ich weiß nicht, ob ihr das Spiel kennt. Kennt ihr Heroes 3 oder Heroes allgemein, die Saga? Heroes 3, damit hat alles angefangen. Das habe ich nämlich immer früher mit meinem Bruder und meinen Kumpels gezockt, Alter. Das kannst du ja. 8 Stunden am Stück haben wir das dann gezockt, Junge. Heroes 3. Müsst ihr euch einfach mal ein paar Videos auf YouTube angucken oder Spiel gleich selber kaufen oder was weiß ich damit machen. Auf jeden Fall nicht illegal aus dem Internet runterladen, das würde ich nicht machen. Ne? Also, niemals irgendwas illegal aus dem Internet runterladen, das kann nicht gut gehen, das geht immer ordentlich in die Hose, ne? Das muss ich jetzt sagen, weil sonst werde ich hier, kriege ich noch Ärger oder so ein Scheiß, ne? Also. Spiel ist mega geil, das hat zwar jetzt nicht so die Burner-Grafik, aber das ist ja auch sehr, sehr alt schon und ich habe eigentlich mal wieder Bock, das so zu spielen. Aber davon mache ich jetzt, glaube ich, kein Let's Play, weil ich glaube, keiner hat Lust, da irgendwie 8 Stunden dem Fungi beim Heroes-Zocken zuzugucken. Das wird dann ja auf die Dauer dann doch ein bisschen langweilig. Und das hast du wirklich 8 Stunden am Stück gezockt, weil das hat auch so lange gedauert, das hat so verdammt lang gedauert. Es ist einfach unglaublich. Aber es hat immer wieder Spaß gemacht. Jedes Mal. Und jedenfalls haben wir dann immer so richtig geil dabei gelacht und was weiß ich. Und dann habe ich so natürlich Let's Plays von Gronkh angeguckt oder so. Obwohl ich ganz ehrlich sagen muss, Minecraft, das habe ich nie, nie bis zu Folge 20 geschafft. Ne. Das habe ich nie geschafft. Mache ich mir vielleicht jetzt Feinde mit, aber n-n. N-n. Minecraft ist nicht mein Spiel. Ich finde das einfach so grottenlangweilig. Toll, das war früher vielleicht ganz lustig. Wow, neues Spiel, Minecraft. Kannst du dann, wow, hier Blöcke übereinander bauen und das kannst du mit dem verbinden. Wow. Geil. Geil. So, das spielst du eine Stunde und dann hast du die Schnauze voll. Nee, die spielen das wirklich 20 Stunden am Tag, Junge. Ich weiß gar nicht, wie man das so durchsuchten kann. Das ist fast unmöglich. Aber ich habe ja schon welche von meinen Abonnenten gesehen. Ja, ich besuche auch eure Kanäle. Ja, wenn ihr mich abonniert, dann gucke ich mal unter Abonnenten. Ja, wow, da gehe ich mal drauf. Klingt ja interessant. Ja, da habe ich auch schon einige Minecraft-Let's Plays gesehen, aber das finde ich nicht spannend, Leute. Ich finde das. Aber das ist eben Geschmackssache. Das ist Geschmackssache und zum Glück hat jeder Mensch einen anderen Geschmack. Also ich finde Minecraft-Let's Plays, nee, tut mir leid, die kann ich mir nicht mal angucken. Wirklich nicht. Da habe ich nichts für übrig, für die Let's Plays, weil auch viel zu viele damit anfangen, wirklich. Jeder zweite YouTuber hat Minecraft-Let's Plays. Ich meine, bei manchen finde ich es cool. Bei Gronkh finde ich es zum Beispiel auch ziemlich cool, weil er einfach lustig ist. Der Gronkh ist einfach sehr derbe lustig und deswegen guckt man seinen Let's Plays. Aber naja, das in einem anderen das in einem anderen Commentary, weil das hier ist jetzt vorbei. Der Score ist 43 zu 1, 43er KD. Sauber, würde ich sagen. Und damit verabschiede ich mich mit einem guten Sport. Euer Fungi. Peace.